Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Bevor wir mit dem Video anfangen, habe ich einen neuen Artikel auf Gate to the Games Blog. Schaut mal rein. Ich brauche noch einen Kommentar, dann gibt es einen extra Booster. Also bitte kommentieren. Heute mit einem Review zu Burning Abyss und den neuen Karten, neuen Monstern, die gerade erst angekündigt wurden für Crossed Souls. Und das soll auch der letzte Burning Abyss Support sein fürs erste. Vier neue Karten haben die bekommen. Zwei Effektmonster, eine Fusion und eine Fusionszauberkarte, die mich persönlich sehr enttäuscht haben. Vor allem, weil Konami es so gehypt hat. Die meinten ja, Burning Abyss dadurch wieder Tier 1 und sowas, kann dann locker mit Necros mithalten und sowas. Und dann war ich natürlich auf den Support gespannt, so wie jeder andere. Dann kam er raus und ich fand ihn einfach scheiße. Aber schauen wir uns ihn mal genauer an. Da haben wir als erstes Barbar, Malebranche of the Burning Abyss, Level 3, Standard, Unterwälder, Dark, bla bla. 1,7 ATK, 1000 Death und hat halt Standard Burning Abyss Effekt mit, wenn du irgendwas anderes kontrollierst, wird er zerstört. Wenn du keine Zauber und Fallen kontrollierst, kannst du ihn specialen. Und sein eigener Effekt ist jetzt, wenn er halt auf den Friedhof geschickt wird, kannst du bis zu drei Burning Abyss Karten aus seinem Friedhof banishen und für jede kriegt der Gegner 300 Schaden. Was soll man zu so einem Scheiß sagen? Also, erstmal krasses Artwork, ja, wen juckt's? Sieht krass aus, na und? Ist trotzdem scheiße. Leute, die halt andere Leute, die Reviews dazu machen und Potenzial versuchen zu sehen und so ein Scheiß, geben halt als Argument, als eine seiner positiven Argumente, dass er halt 1,7 hat, ATK und dadurch ein ordentlicher Beatstick mal ist für BR, was aber vollkommen egal ist. Hat halt 100 mehr als C, aber mir wird keine Situation einfallen, wo das irgendwie spielrelevant ist zurzeit. Dann kommen wir zu seinem Effekt. Macht halt Burn Damage, was halt vollkommen nutzlos ist, vollkommen egal. Vergleich zum Beispiel mit Satellite Knight und Alsam. Wenn du ihn beschwörst, kannst du einfach 1000 Damage machen. Ist ganz witzig, paar haben ihn mal gespielt, aber im Grunde ist er einfach nutzlos und wird auch gar nicht gespielt. Genauso sehe ich den Kerl hier. Noch dazu, wenn du seinen Effekt benutzen willst, musst du wichtige Ressourcen aus dem Friedhof banishen. Ressourcen, die du halt brauchst für zum Beispiel Seer oder Dantes Effekt oder sowas. Stell dir vor, du benutzt seinen Effekt, banishst halt zum Beispiel Firelake oder sowas, nur um den Gegner 300 Schaden zu machen und dann später Dantes Effekt, oh, ich habe kein Firelake mehr, weil ich es vorhin gebanished habe für 300 Schaden. Also ich finde Effekt relativ nutzlos. Werte sind okay, gut, aber ist jetzt kein Grund, ihn zu spielen, nur weil er 100 ATK mehr hat als Seer. Und paar meinen halt noch, man kann ihn spielen, weil vom Namen her, wie mehr Namen, desto besser, aber das ist kein Lightsworn oder sowas. Also die haben kein Bossmonster wie JD, der verschiedene Namen verbraucht, also braucht. Deswegen finde ich den absolut nutzlos. Dann der nächste, Dragic oder so, Malebranche of the Burning Abyss, 1,1 ATK, 900 Death. Sein Artwork ist auch richtig krass, für die Leute, die es interessiert. Und der, finde ich, hat einen ganz interessanten Effekt. Und zwar, wenn der auf den Friedhof kommt, kannst du eine Burning Abyss Karte von deinem Deck wählen und nach oben stacken halt, ganz nach oben, was Burning Abyss und deren Effekte vielleicht ein bisschen kontrollierter macht. Millen ist ja immer so richtig random und das kannst halt ein bisschen kontrollieren. Da kann man zum Beispiel auch nur ein Firelake oder sowas spielen und den sich immer raufholen oder sowas. Ist auch gut in Kombination mit dieser neuen Karte, King, Backjack, Pack, Jack oder sowas, den jetzt ein paar im Burning Abyss getestet haben, gespielt haben. Der ist auch ganz interessant und Kombination mit dem vielleicht nicht schlecht. Also, in dem sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Ich weiß noch nicht wie, aber man kann auf jeden Fall einige Faxen mit dem machen, im Gegensatz zu dem davor. Dann kommen wir natürlich zu der Fusionszauberkarte, The Terminus of the Burning Abyss. Kannst halt damit Burning Abyss Monster fusionieren, indem du Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite benutzt, was ein bisschen enttäuschend ist. Man dachte, man hoffte, hat gehofft, dass es so wie Shadow Fusion wird, dass man es aus dem Deck die Materialien benutzen kann. Dann wäre es halt richtig krass. Aber so ist sie halt einfach genauso wie Polymerisation. Abgesehen davon, dass sie halt Burning Abyss im Namen hat und dadurch noch ein paar andere nützliche Sachen kann, wie zum Beispiel abgeschmissen werden oder zurückgeholt werden mit Dante oder mit diesem Kerl davor.
gestackt werden kann. Dann hat die noch einen zweiten Effekt aus dem Friedhof. Kannst du die halt in deiner Main Phase banishen, außer halt in der Runde, in der sie auf den Friedhof gegangen ist. Dann kannst du einen Burning Abyssmonster wählen und es erhält 800 Angriff und Defense bis zu Ende der Runde. Was eigentlich ganz gut ist, also ihr habt wahrscheinlich erwartet, dass ich sage, dass der Effekt, zweite Effekt total nutzlos ist. Wen juckt ein 800 ATK? Aber ich kann Potenzial darin sehen, um zum Beispiel sowas wie über den Djinnlok drüber zu laufen, über Klausulas mit 2-3 Def, glaube ich. Und keine Ahnung, zum Beispiel Mirror Match, gab es auch Schwierigkeiten, über gegnerischen Dante drüber zu laufen. Sowas kann man halt benutzen. Es gibt zwar, der Effekt hätte auf jeden Fall irgendwie besser sein können, aber ist auch nicht der allerschlechteste. Also muss die Karte nicht ganz fertig machen. Die kann schon, ist schon okay, kann schon was. Dann haben wir das Fusionsmonster. Dante, Pilgrim of the Burning Abyss, Licht, Fee, 9 Sterne, 2,8 ATK, 2,5 Death. Stabile Werte. Braucht leider 3 verschiedene Burning Abyss Monster mit verschiedenen Namen. Also hier könnte man vielleicht das Argument bringen mit den verschiedenen Namen, was ich beim ersten gesagt habe, dass die eigentlich kein Bossmonster haben, das sowas braucht, aber der braucht halt ungefähr sowas. Aber ich denke, man spielt genug Burning Abyss Monster mit verschiedenen Namen, dass man diesen schlechten ersten da nicht spielen muss. Ja, und Dante Pilgrim kann nur fusionsbeschworen werden. Sprich, er kann nicht mit Seer zurückgeholt werden, was schon mal ein Minuspunkt ist, obwohl der vielleicht dann zu stark wäre. Weiterer Effekt ist, dass er nicht vom Gegner getargetet werden kann durch Karteneffekte, was eigentlich immer ganz interessant ist. Bloß in diesem Meta finde ich das leider nicht so geeignet, gut, weil Necros halt den Djinnlok hat und viele Leute spielen halt Sachen gegen den Djinnlok als Out, Sachen, die nicht targeten, wie zum Beispiel Book of Eclipse, dann Trishula, Darkhold, Rageki, Trivia. Also gibt genug Sachen, also zurzeit ist der Effekt nicht sehr relevant, finde ich. Dann weiter, du kannst halt den Effekt in deiner oder der gegnerischen Runde einsetzen, kannst eine Burning Abyss Karte abwerfen von der Hand und dann eine Karte ziehen, und falls der durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du deinem Gegner eine Handkarte klauen. Klingt eigentlich ganz gut, die Effekte, aber wenn man sich die Effekte mal genau anschaut, dann fällt es einem schwer, irgendwie positive Seiten dafür zu finden oder den Effekt wirklich gut zu finden. Also du kannst eine Karte abwerfen, also eine Burning Abyss Karte, um dann eine Karte zu ziehen. Klingt erstmal nicht schlecht, vor allem weil sich die Burning Abyss Monster dann aktivieren. Problem ist halt, um den zu beschwören, musst du 4 Karten verbrauchen und dann wird es halt schwer, noch irgendwas zu haben, um Sachen abwerfen zu können. Und das zweite ist, die Effekte von den Burning Abyss Monstern, die sich aktivieren, sind gar nicht so gut. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Shadow vergleicht, jeder Effekt macht irgendwie Plus und jeder Effekt ist zu jeder Zeit gut. Wohingegen die Burning Abyss Monster Effekte nicht wirklich Plus machen und nicht zu jeder Zeit gut sind. Zum Beispiel der Gesetze, Zauber und Fallen zurück auf die Hand schickt, das ist nur Endphase gut, oder Farfar ist auch nur in bestimmten Fällen gut. Der kehrt ein ohne Effekt dann aus der Hand special, sowas. Alles nicht wirklich krasse Effekte, außer halt Seer und Skarme und Garaf. Aber auch die will man nicht unbedingt immer einsetzen. Wohingegen, wie bei Shadow schon gesagt, man die immer einsetzen will. Also du kannst immer ein Beast in den Friedhof schicken. Eine Karte ziehen ist immer gut. Du kannst immer Eagle auf den Friedhof schicken und ein Shadow-Monster auf die Hand holen. Also die BA-Monster sind halt sehr speziell. Du kannst halt immer was ziehen, aber was willst du genau ziehen, wenn du ein BA-Monster abwirfst? Ich meine, wenn du deine eigenen Themendeck-Karten nicht auf der Hand haben willst, sondern abschmeißen willst, dann was willst du dann da noch genau ziehen oder nachziehen? Dann der Effekt, dass du eine Handkarte klauen kannst, wenn der verreckt, ist ausspielbar. Man kann zum Beispiel alles setten oder so. Gegen Shadow oder Burning Abyss Mirror kann das sogar ein Nachteil sein, weil sich die Effekte dann aktivieren. Also der Effekt hat mich auch nicht so wirklich vom Hocker. Es waren alle 4 Burning Abyss Karten, 9. Nicht unbedingt mega schlecht, aber auch nicht der Hammer. Auf jeden Fall nicht der Support, den sie gebraucht haben, um wieder zurückzukommen. YCS Bochum,
kein einziges Top 32. Von den angeblichen Top 5 Metadecks würde ich das sogar Bär zurzeit auf Platz 5 tun. Und mit diesen vier Karten sehe ich nicht wirklich einen Weg, wie sie zurück in die Tops kommen. Leider. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Karten haltet. Ob ihr denkt, dass das dem Deck irgendwie helfen wird. Ansonsten war es das auch schon, Leute. Wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab und ciao.